So, mit Taschenlampe schon einmal. Wir sind noch am Schaffen. Wir haben jetzt einfach gesehen, wir gehen noch schon einmal das Steinpilz. Zwei haben wir schon drin. Da kommt der nächste, auch wieder frisch. Also wie gesagt, da Emi, wir haben jetzt einfach gesagt, wir müssen, das war heute so streng im Geschäft. Wir sind da am Hang. Und falls wir jetzt noch die Massen finden, aber schon einmal, zeig mal den genau, schon einmal, wie schön der ist. Mega, ganz frisch. Wir schauen jetzt einmal weiter. In unserer Nacht, da kann man schon einmal wieder nachgucken. Wir haben einen Vogel. Bis unseren Jäger abschießt. Ja, die haben nämlich gerade gejagt, sie sagen. Die haben wir, weil wenn man den Jäger trifft, gell, in der Nacht, also am Abend, dann ist es ja schon spät. Die dürfen ja erst später losgehen. Aber wir schauen jetzt trotzdem weiter. Also, wir haben echt vorne an der Klatsche, will ich es nur sagen. Gell. Aber das ist halt so, gell, nach dem Schaffen. Jetzt, wir waren da vor zwei Tagen. Da waren kleine. Gell. Also, ich schon sicher kaputt, dass vom Schaffen geht. Wir haben jetzt schon zwei drin und schon. Da ist der nächste. Hey, schon das auch. Vor. Wir waren vor zwei Tagen da, also bei uns geht es echt los. Ihr wisst schon, was ich jetzt und jeden zweiten Tag kontrolliere. Und da war auch ein größerer, der war schon zusammengefressen von einem Tier, so richtig aufgebissen. Ganz schön. Wir müssen da eine kleine Nachtschicht machen, so idiotisch das ist, aber wir haben beschränkt Zeit. Bis später. So, wir brechen ab. Es schüttet. Was hast du aufgenommen? Waldkauz. Ein Waldkauz. Wir sitzen im Auto. Emi hockt da. Es sind so viele Jäger rum. Es waren es jetzt nicht geheuer. Aber wir waren fündig. 12 Steinpilze. Das ist jetzt echt ein kurzer Shorty, ein mega Trip, ja, für das ganz kurze aber Ding. Aber ich kannte meine Taschenlampe, also da, unsere Taschenlampen sind eigentlich Fahrradlichter. Ja. Und mir ist auch noch ausgegangen, also mit einem Fahrradlichtle sind wir jetzt noch durch den Wald aufgefahren. Ja. Wir haben jetzt echt Glück gehabt noch, gell? Ja. Also kurze Info war das jetzt noch. Es geht los, wie gesagt. 12 Stück haben wir gefunden, aber jetzt haben es stand noch da nächste überall. Jäger. Nächste Jäger, ja. Also es ist wirklich besser zur Zeit. Ihr wartet noch circa, ja, ich würde mal sagen, so eine Woche fast, gell? 5 Tage vielleicht. Ich weiß es nicht. Da, die sind echt immer die Jäger. Am Montag hat man da bei uns in der Region die Aktiensaison eröffnet. Ja. Und jetzt sind sie halt bei jedem Eck und ja. Eigentlich riskant, um die Zeit da noch zum Schauen zu gehen. Ja, eigentlich ja, wir haben sie jetzt halt schnell schauen, weil da jetzt ist halt schnell dunkel geworden. Egal. Wir kennen uns ja mittlerweile. Eben nicht, jetzt schlägt man die noch. Boah. Also, schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ah ja, zur Info. Das ist die Uhrzeit, wo wir heimfahren mit dem Auto, weil es wackelt, wo wir heimfahren vom Berg aber. Und es ist stockfinster schon. Man merkt, der Herbst kommt. So, jetzt ist es, wie viel? Zwei Tage später nach unserer Nacht. Ich sage nichts dazu. Ich habe den Vogel, was? Also zwei Tage später und schon durch, also ich kann mich kaum wirken, wir haben Säckli wieder vergessen. Unser ich hab's vergessen. Da schon einmal. Der ist ja mal schön. Hexe haben wir auch schon gefunden. Hexe, oh ja. Den drehe ich jetzt raus, damit das ja noch wie schön frisch die sind. Schon einmal wie schön. Den nehmen wir natürlich mit. Und, was habe ich noch hinter denen? Und? Ja, aber wir haben Säckli vergessen, Semmelstoppelpilz, auch ganz frisch. Ja, und so geht es jetzt wahrscheinlich weiter bei uns. Währenddessen, dass ich wieder ein Parasol hier, ich sehe. Wo bist du? Da. Schau mal, also schau mal, schau, ja, ich sage immer so, wie man da schauen muss, dass man, also von oben,
dass man den sieht, also wenn er nicht schräg, nein, wenn er nicht so ist. Wenn er so, ist, wenn ja. er so, das siehst du gar nicht gesehen, da kriegst du echt das auf die Optik. Du musst echt schräg rein schauen, ja. Und dann bist du immer von unten nach oben schon, also bergaufwärts schon. Ja, das sowieso, aber super. Weil so, die sieht man gleich besser. Ja, danke. Die sind für mich. Da habe ich gerade ein wunderbares Beispiel zum Thema so kleine Steinpilze schon mitten hier, oder lassen wir es noch größer werden. Wie das auch hat, hat der da einen Wachstumsschub hier. Das ist das Hütle, also ist ein Steinpilz. Und der hat da eine riesen Knolle. Und irgendwann hat er einen Wachstumsstopp hier. Ja, und wenn man den nicht mitnimmt, dann vergammelt der im Boden, dann verschimmelt er. Also Steinpilze werden nicht immer alle schön groß und schön weiß und ein großes Hütle. Die haben einfach mal im Wachstum einen Stopp, so groß werden sie und dann ist fertig. Wir sind im Hang, wo sonst im Hang. Oh, schauen wir mal, da ist der nächste. Bisschen steil, man sieht's. Für die Amy nicht. Amy. Einsatz. Ja. Und auch ganz am Frischen hat ein bisschen Schneckenfraß, aber das ist uns egal. Wir sind froh, dass wir Steine finden. Ich probiere es noch mit scharf. Ja, das wäre eine große Sache. Geht. Ja, geht. Haben wir es gekauft? Ja. Nein, ist schön. Nein, schon nochmal wie schön. Dreimal die schöne Seite her. Ja, da. Nee, das ist nicht das Verkaufsseite. Ist Verkaufsseite, okay. Aber schon ganz schön her, ganz frisch gekommen. Wir haben echt das Problem, gell, dass die Ohren sind verschimmelt. Also die haben einen Schub gehabt wahrscheinlich, ja. Und dann, du, ich weiß nicht, hast du schon erklärt? Unsere Theorie ist, da passen die Verhältnisse kurz ja. Zu kurz und dann können sie keinen richtigen Schub machen, dann bleiben sie stehen und dann wird das wieder kalt und nass und dann verschimmeln sie. Das ist jetzt unsere Laientheorie. Weil wir haben jetzt sicher gefühlt, also locker 20, 30 verschimmelte. So wie ich gerade vorher gefilmt habe, ja. Also ja, hast du eh gemacht. Ja. Dann schauen wir weiter. Ein paar Meter weiter, das wäre auch ein schöner gewesen, leider schon brutal verfressen, dann lasse ich es so wie es ist. Der Nerbert ist noch ein kleiner, der ist verfressen, aber so ist noch gut benannt. Den nehme ich mit. Es fängt da rein, was für ein Wunder. Ja, mir zwar entweder danach. In der Nacht oder. Mit Grablichtle suchen. Haben wir ja flüchten müssen, gell, wegen der Jäger, wenn wir sagen. Ja, ohne. Aber ja. Schon einmal, dass das jetzt lernen, es kommen ganz frische Kleine. Schon einmal, wie süß der ist. Soll sie sagen? Gehend in den Wald. Ja, ich weiß, ich sage das immer, ihr müsst in den Wald gehen. Warten, ich muss jetzt da untere und drehen, der ist gar nicht so klein, wie man meint. Drum, ich krieg den gar nicht so jetzt schnell raus. Da ist er. Schon einmal, wie schön. Ist der nicht süß? Bist du am Pilz? Ja. Schon einmal, so viel zu überständig. Eins, zwei, boah. Da ist der dritte. Der dritte. Und da war wahrscheinlich der nächste. Schon einmal. Der, aua, nächste. Da sind überall. Ja, und der hat es nochmal rausgeschafft. Schon, gell? Ja, ja, der hat es nicht rausgeschafft und ist da drunter. Der noch fest. Ja, aber ja. In dem Fall sind sie schon viele Husse. Wieder überständige schon. Da. Und da. Nächste. Extrem. So mal was anderes. Eine Hexe, die kommt auch mit, die ist noch schön fest. Kleine Steine, der kommt auch mit, bevor er wieder verschimmelt. Schon. Ja, das ist eh schon Zeit. Bäm, da hat sich auch irgendwas ausgetobt. Hey. Ganz brutal. Also, das waren sehr Kobakenkäfer. Schöne neue Korallen kommen auch. Das ist immer gut zu sehen, wenn die kommen, bewegt sich so einiges im Wald. Deine ganzen komischen zerfledderten Steinpilz, keine Ahnung. Da liegen so Stückchen rum. Da ist etwas fast morsch. Morsch faul. Matschig. Das ist wieder fest. Ganz komisch. Also. Da ist da jemand drauf gestanden und der ist so komisch gewachsen. Oder
Wildkau sein. Das Wildkau da durch sein, weil da ist ein so ein Trampelpfad. Das ist ein Wildpfad. Da, schau, da ist schon jemand. Schnittstellen, Schnittspuren. Ja, der Glückliche. Läuft. Läuft. Ich muss wieder zurück, sonst sieht man mich gar nicht. Wir sind jetzt fertig. Es ist schon wieder wie spät? Fix und fertig, 7. 7, typisch. Ja, haben uns wieder verzettelt. Ich habe im... Ja, das ist jetzt toll, im, so von da. Ja, ist ja wurscht. Beere ist Semmelstoppel-Sammlung. Ja. Und bei dem mir ist Steini und Hexendiener. Ja, aha. Also wir haben es doch noch geschafft, dass wir es in Kaputt hinkriegen. Es sind viele Überstände. Wenn jemand Säckli vergisst, war Mucke so, umkreisen wieso. Das wird jetzt echt lästig. Und Flieger, eine Woche ist doch schnell einmal mit Duschen. Nein, wir fahren jetzt heim, jetzt tun wir was Gutes kochen und dann werden wir heute ist heute? Freitag. Ja? Am Sonntag. Stehen haben wir wieder ja, Mann. In die Wälder. Morgen ist schon Wetter, jetzt hat sich auch wieder geregnet und morgen in dem Fall warm. Schauen wir, was sich tut. Mhm. Ja? Tschüss. Ganz warm. Nein. War schon dasselbe Stelle wie letztes Mal. Schauen wir mal das an. Das ist 2 bei Mitte, gell? Ja. Nein, die sind so fisch. Dreiblättrige Glucken. Schauen wir mal. Boah, und wie schön. Mega schön. Achtung, cool. Hund. Entschuldigung, wenn wir da abbrechen. Ja, wir haben kurz abbrechen müssen, weil da ist ein total großer Hund gekommen. Und Demi, der macht einen Schnapp und dann ist sie weg. Gefahr ist gebannt. Ja, genau. Ja, noch mal die kurz. Nehmen wir jetzt mit. Die kommen mit. Mein super mega frisch. Schön. Und die haben wir letztes Mal wirklich noch mit Spaghetti gemacht. Gell? Ja, das war ein Traum. Das ist irgendwie fast schon wie Fleischersatz. Ja, gell? Extrem. Ja, ich habe so wie Sösli gemacht und dann einfach über die Spaghetti drüber. War mega. Also dürfte auch für gut. Veganer ja, genau. Genau, ideal sein als Fleischersatz. Ja. Scheiß auf Tofu. Also, wir sehen eh am Licht, es wird schon dunkel, aber die Glucken, jetzt wollen wir mit von den 3 und schon da. Die nächsten 3, super frisch. Jetzt nehmen wir noch eine mit und die verschenken. Ja, nehmen wir die große dem Nachbarn wieder mit. Genau. Die unter uns, sie wissen schon, wer wir meinen, liebes Bälle und ein Baby. Und durch das nicht so viel Zeit, nehmen wir die mit.